Mein Name ist Christoph Hein, ich bin der Schuhmachermeister. Wir sind hier zwei Schuhmacher an der Bayerischen Staatsoper und das ist hier die Schuhmacherei. Das sind unsere ganzen Schnittmuster, nach denen wir die Schuhe praktisch modelliert haben und woraus denn das Leder geschnitten wird, um den Schuh herzustellen. Also hier sind wir jetzt im Maschinenraum und hier werden die ganzen Sohlen aufgebracht, Sohlen gefräst und der ganze Schuhboden bearbeitet. Das ist ja auch wichtig, dass wir die ganzen Schuhe rutschfest machen, damit unsere Sänger und Tänzer natürlich auf der Bühne nicht ausrutschen. Ja, hier sind wir jetzt im Schuhlager. Hier werden die ganzen Schuhe gelagert von den, nicht alle Vorstellungen, aber so die Standardschuhe. Also hier zum Beispiel vom Chor. Jeder Herrenchorist hat ein paar Stiefel, ein paar Lackschuhe, ein paar hohe historische Schuhe, ein paar Halbschuhe und so ein paar historische Sandalen. Ich glaube, es ist ein riesiger Fundus, den wir hier haben. Ich glaube, es sind hier, allein hier oben, glaube ich, 4.000 bis 5.000 Paar Schuhe. Also ein Großteil wird natürlich gekauft. Wir sind natürlich nur zwei Schuhmacher hier und können demzufolge jetzt die Solisten vielleicht herstellen und Chor müssen wir halt dann zukaufen. Es ist auch momentan so, dass auch viele Stücke modern ausgestattet werden mit Halbschuhen und normalen Alltagsschuhen. Die kann man dann auch kaufen. Aber es ist natürlich also die ganzen historischen Sachen und auch die Ballettstiefel werden von uns angefertigt. Hier haben wir ein paar Schuhe, die wir für Italienerin Alge gemacht haben. Schuhgröße 51. Und ich meine, das muss man natürlich dann wirklich nur anfertigen, weil so einen Schuh kann man natürlich nicht kaufen. Also alles das, was nicht so ganz schuhtechnisch ist, also wenn zum Beispiel solche Piratenbeine oder eben auch, wir sehen es da hinten, so Hufschuhe, die wir praktisch für Tiere angefertigt haben, das sind so die aufwendigsten Modelle. Wenn wir die Umbesetzungen haben und gerade bei den Füßen ist es ja so, dass natürlich die Sänger vielleicht die gleichen Körpermaße haben, wobei das ja auch selten vorkommt. Aber bei den Schuhen hakt es dann meistens natürlich schon und dann müssen wir halt da nacharbeiten sozusagen. Also was auch noch eine spannende Geschichte ist und was wir auch machen, und das sind auch wir einer der wenigen, sind Ballettstiefel. Das sind Spezialstiefel, die wir haben, wie so ein Gymnastikschuh sind, weil die müssen sehr flexibel sein, weil Tänzer natürlich ihren Fuß auf und ab bewegen und verbiegen und machen und tun. Und wir haben da ein ganz neues Stiefelmodell entwickelt mit diesem speziellen Gummieinsatz. Wenn die praktisch stehen auf dem Boden, sind die ganz glatt und wenn die ihren Fuß anheben, hat es eben hier diese schöne Linie und das Ding war sehr erfolgreich bei den Tänzern und natürlich auch ein sehr weiches Leder. Und das sind wir eine der wenigen, die das noch herstellen. Hier haben wir einen Schuh, den wir angefertigt haben für Frau Gruberowa. Das war eine Produktion namens Puritani. Die hatte dann auch ein Kleid an aus diesem Stoff und wir mussten dann passend dann die Schuhe daraus bauen. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß, so einen ganz filigranen Schuh aus Stoff zu machen. Und der Beachtung dieser ganzen Muster natürlich, dass es alles so praktisch dann so eine schöne Einheit bildet. Und einen sehr schönen, fragilen, historischen Schuh. So, dass die Garderobe in der Früh die Vorstellung einrichten und auch die Kostüme, die in dem Kostümmagazin lagern, runter in die Garderoben fahren und praktisch jedem Sänger und natürlich auch Tänzer sein Kostüm an den Platz hängen und auch die entsprechenden Schuhe hinstellen. Und abends, wenn dann die Sänger und Tänzer kommen, werden praktisch denen geholfen, ins Kostüm zu kommen und auch natürlich in die Schuhe zu kommen.